Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mic Test. So, also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, die man machen kann. Da ich jetzt hier nicht mit meinem WLAN rumspielen möchte, wobei es geht eigentlich relativ easy, alles was man machen muss, ist mal kurz ein WLAN deaktivieren. Da kommt es natürlich jetzt aufs Timing an. Am besten wäre es natürlich einfach, wenn man jetzt einen physischen Schalter hätte, wo man einfach das WLAN kurz ab und wieder anschaltet. Ich kann jetzt mich natürlich hier einfach. Seht ihr gerade gar nicht. Da. So. Ich kann mich jetzt einfach mal kurz mit meinem WLAN trennen. Dann ganz schnell wieder ins Spiel reingehen. Durchlaufen. Dann merkt der Server das gar nicht. Und dann muss ich ganz schnell das WLAN wieder verbinden. Also ich trenne jetzt. Pop. Jetzt laufe ich durch. Und verbinde mich wieder. Jetzt müsste gleich das hier wieder auftauchen. Außer mein WLAN braucht ewig, um sich zu verbinden. Ja, WLAN hat so lange gebraucht, sich zu verbinden. Warum denn jetzt schon wieder? Ah, jetzt. Danke. Ah. Warum hat mein WLAN so lange gebraucht? Ich mach mal kurz, ganz kurz, ich mach mal kurz hier, mal Vollbild kurz raus. Bup. Da könnt ihr besser nachvollziehen, was ich hier mache. Was eingeschränkte Verbindung. Die sind ja Blöcke dort echt ewig. Heiliger Scheiße. Warum dachte mir jetzt eingeschränkte Verbindung? Ich habe doch Verbindung. Ich ping mal kurz. Ja, ping ist da. Whatever. So, nochmal. Da hinstellen. WLAN deaktivieren. Abbauen. Raus. Und WLAN aktivieren. In Hoffnung, dass er diesmal das WLAN schneller aufbaut und ich nicht wegen Timeout rausfliege. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ich darf nicht wegen Timeout rausfliegen. Aber mein WLAN braucht aktuell ewig. Hat funktioniert. Yay! Und jetzt bekomme ich die Meldung. Achtung, ich habe es zerstört. Aber ist egal, weil ich bin draußen. Und das ist nämlich so ein Trick, mit dem man Protection-Blöcke umgehen kann. Ist leider bekannter, als man denkt. Gerade für die Leute, die halt gerne mal Protections umgehen. Ist das halt eine Möglichkeit, so eine Protection zu umgehen. Weil die Mod kann halt nur dafür sorgen, dass der Block wieder hinplatziert wird. Es gibt aber kaum Mods, die dann auch den Spieler zurückteleportieren. Wäre eine Möglichkeit, technisch. Machen aber wenige Mods. Also eigentlich, also ich kenne gar keine, die es macht. Ne, weil eigentlich musst du einfach nur, wenn du eine, weil, also technisch gesehen musst du einfach nur den Spieler protokollieren, wann er wo lang läuft. Und sobald der irgendwas macht, was er nicht darf, kriegt er nicht nur eine Warnung und das wird zurückgesetzt, sondern auch die Spielerposition wird auf seine letzte davorige Position zurückgesetzt. Könnte man also technisch machen, aber wie gesagt, ich kenne halt keine Mod, die sowas macht, tatsächlich. Schon sind wir wieder aus. Andere Alternative ist halt, wie gesagt, ein Hack-Client, wo man einfach immer No-Clip-Rechte hat. Da kann man einfach überall durchwandern. So würde halt auch gehen. Achso, ich gehe erstmal wieder, warte kurz. Nein, halt hier. Vollbild. So, und jetzt mein Test. So, jetzt habe ich hoffentlich wieder volle 60 FPS. Ja. Sieht gut aus. So, erstmal was nacken.
Hui, hui, hui. Noch 8 Kilometer. Ja, ist schon sehr schön hier. Kann man schon so. Schon so sagen. Oh, was ist das denn hier? Oh, hello there. Kann man mit denen snacken? Nicht gezähmt. Kann ich die Banane in den Mund stecken? Und dann, Ah. Ah, nee. Ah, nee, mit Linksklick esse ich sie. Verdammt. Ich schieb den Apfel in den Mund. Geht auch nicht. Ah, verdammt. Die mag wahrscheinlich nur Fleisch. If you know what I mean. So, dann, was ist das eigentlich für ein Highway? Warte mal kurz, warte mal kurz. Den habe ich vorhin schon gesehen. Ist das echt so eine Landstraße, die einfach einmal quer durchgehen kannst? Ja, tatsächlich. Ist einfach so eine Landstraße, die quer durch alles durchgeht. Ha! Hätte man mir auch früher sagen können. Kann man auch schon die Landschaften bewundern hier? Oder ist das ein Dungeon? Oh, Bäume. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Leute, wenn ihr schon sowas macht, dann bitte die Bäume abbauen. Das ist doch Kacke. Da vorne auch schon wieder so ein Baum. Ist das so schwer? Oh, was ist hier schon wieder passiert? Die Reihe hier, die ist auch schon wieder Kacke. Oh, Öfen. Ist da was drin? Oh, da ist was drin. Aber ich kann es nicht rausnehmen. World Protected. Verdammte Scheiße. Oh, überall schon eine Erde. Gestein. Oh, das ist ein langer Weg, ey. Oh, was ist denn hier? Oh, hier wird was produziert. Oh, Magic. Blockkopf. Lol. Interessant. Weiter im Text. Das ist auch komisch. Statt die Blätter abzubauen, hat er da Blöcke drunter platziert. Es wäre optisch viel schöner, wenn er einfach die Erde abbauen würde. Naja. Naja. Hier auch schon wieder Bäume. Geil. Immer noch 7 Kilometer, Alter. Eieiei. Das ist eine Strecke. Ich sag's euch. Oh, zwei Spieler sind gegangen. Sind wir jetzt gerade alleine? Oh ja. Oh, ich habe einen sehr schlechten Ping. Interessant. Warum diese? Mein Ping ist doch ausgezeichnet. Was habe ich für ein Ping? 8 Millisekunden. Was ist denn los mit dem? Was soll der haben? Gut, 8 Millisekunden, 8 Millise 8 Millisekunden habe ich zu 8888. A, keine Ahnung, wo der Server steht. Und B, weiß ich jetzt nicht, wo der Server hier steht. Von daher kann es durchaus sein, wenn der jetzt hier irgendwo in... Was ist das denn für Bäume? Holy shit. Natürlich alle. Oh! Das grüne Zeug ist das aus. Wenn du hier bei der Technik-Mod eine Kernschmelze verursachst. Tschernobyl. Irgendwas mit Tschernobyl im Namen. Tschernobylity oder irgendwas. So komisches Zeug. Wow. Problem ist, wir kommen noch nie wieder hin. Weil es ja verstrahlt an der Stelle.
Oh mein Gott. Aber wo geht die Hauptstraße lang? Weil ich sehe hier keine Hauptstraße. Wo beginnt denn diese Straße, dieser Highway? Ich meine, so wie es aussieht, wurde der nicht von Juri gebaut. Jetzt weiß ich gar nicht, von wem. Da wurde irgendwas mit Block noch was gebaut, ne? Block, Block, bla, bla, bla. Und da der hier in den Areas nicht drin steht, schätze ich mal, das ist gar keiner von dem Kernbauteam, sondern einer, der es einfach von sich aus irgendwo gebaut hat. Sprich, damit die Straße beginnen kann, müssen wir aus dem Spawnbereich erstmal raus. Schätze ich mal. Aber. So, jetzt ist hier das Spawnbereich zu Ende. Das heißt, es kann sein, dass es ab jetzt irgendwo diese Straße beginnt. Wobei hier ist immer noch alles protected mit diesen komischen Spawn-Expansion. Extension. Hier ist auch mal diese Blöcke. Ui, was ist das denn für ein Vieh? Krokodil, lol. So, jetzt sind wir hier außerhalb der Spawn Area. Das heißt, jetzt könnten wir vielleicht irgendwo diese Straße sehen. Ich schätze aber mal, wir müssen uns erstmal parallel zu dem. Also, das ist natürlich auch noch Dschungel, klar. Oh Gott. Wird immer voller hier. Da ist er hier. Und das ist halt genau das, was ich meine. Du hast den Dschungel und mittendrin diese ganzen komischen. Und das ist doch nicht. Das ist, ja. Und das ist halt genau das, was ich halt an diesem Mod-Tweez-Mod nicht mag. Und dementsprechend. Bevor ihr fragt, nein, die Mods kommen nicht auf meinen Server drauf. Wow! Ach ja, ganz vergessen, dass man hier durch die Blätter durch kann. Aber jetzt ganz fraglich, sehen sich vielleicht von hier schon die Straße. Alter, ist das surreal. Wow. Aha. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Alter. Oh, ich habe noch 5 Herzen. Oh. Und ich kann auch nirgends hoch runter. Oh, okay, wir brauchen ganz dringend Bananen. Oder Äpfel. Äpfel geht auch. Hallo, liebe Äpfel. Schenkt mir euer saftiges Fruchtfleisch. Wir müssen eigentlich sowieso ein paar Äpfel einpacken, weil wie gesagt, an unsere Nahrung kommen wir wahrscheinlich nicht mehr ran. So, das ist ja. Komme ich mal irgendwo an die Äpfel ran? Dankeschön. So, wir sind voll. Das heißt, die nächsten, die restlichen Äpfel. Oh, ich bin doch am Arsch. Nehme ich als Proviant mit. Bin schon wieder rein. Alter, ist doch. Er ist doch nicht wahr hier. Ah, alles weit weg. So, aber 30 Äpfel. Keine Ahnung, ob das reicht. Das sind auch so viele. Ich glaube, ich auch noch mal ein paar.
Komm recht jetzt. So, hier sehe ich das aber. Guck mal, guck mal, hinten ist das böse Haus. Lol. Unser Stuff. Also ich habe jetzt meine Kamera perfekt gerade zur Map ausgerichtet. Das heißt, wenn dieses You Died Here genau vor uns ist, müsste es eigentlich parallel zur Straße sein. So meine Theorie. Lass mal wieder ausrichten hier. So ist gut. Ah, da ist sie. Das ist das Ding, was ich vorhin gesehen habe. Und ich schätze mal, dass das auch der Anfang von der Straße ist. Ja, die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Da ist überall mal... Ah, nee, komm, da kommen wir durch. Nee, kommen wir nicht. Ah, nee, doch, genau. Doch. Da an der Stelle... Ich glaube, hier sind wir auch vorhin lang gegangen, ne? Ach, scheiße. Geht mal hier die Straße? Nee. Da ist auch wieder der Weg. Und da wird es langsam breiter. Ach, wir haben 3 Kilometer verloren. So eine Scheiße. So, hier geht es aber erstmal schön durch den Wald. Ah, ich glaube, wir haben den Dschungel. Oh, oh nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, wir werden sterben. Kalkuliertes Risiko und wir haben es überlebt. Yeah. Los, Herzen, füllt euch schneller auf. Das Problem ist natürlich nur, ich weiß nicht, wie weit diese Radioaktivität geht. Nicht, dass der Weg einfach schon zu nah da dran ist und wir sowieso da. Weil ich glaube, diese Radioaktivität geht relativ weit. Und so nah, wie das Ding da zu sehen war. I don't know, man. I don't know. Ich wünschte, man hätte eine Taschenlampe. Apfelbaumsetzling. Das erkennt sich ja hässlich aus. Oh, schade. Join our Discord, aha. Und den ganzen Scheiß wegwerfen. So. Noch 1 Kilometer. Bis zur Gefahrenstelle. Gefahrenstelle, wenn es geht weiter mit umfahren. Jada, jada. Und dann haben wir immer noch 7 Kilometer vor uns bis zu da, wo wir eigentlich hin wollen. Ich hoffe, der Weg lohnt sich. Was haben wir jetzt fast, keine Ahnung, wie lange? Also mindestens die Folge jetzt komplett verschwendet. Ja, nee. Unser Stuff liegt wirklich direkt da, wo wir gestorben sind. Da ist alles dieses komische grüne Zeug, was bei einer Kernschmelze entsteht. Da war ich von den Bäumen so abgelenkt, dass ich darauf gar nicht geachtet habe. Aber da führt sogar ein Weg hin. Wer baut denn da einen Weg hin? Ist der überhaupt mein Stuff? Ich sehe den Stuff grüner Schrift. Ah. Also wenn da was ist, dann ist es von der Schrift 1 zu 1 überdeckt. Weil ich sehe da keinen Block. Was irgendwas repräsentieren könnte. Na gut, gehen wir einfach mal weiter. Hier ist ein schönes Apartment-Gebilde. Wow. Das ist ja modern. Das sieht ja sehr nach einem BER aus. Ah. Man merkt auch schon, dass hier eine Menge Glas im Spiel ist. Die Frame Rate geht gerade ein bisschen runter. Denn so viel Glas mag mein Test gar nicht.
Weil das Problem ist, MindTest ist halt komplett single-threaded. Und MindTest muss halt berechnen, welche Strukturen man sieht und welche nicht. Und genau das verursacht halt sehr viel Rechenleistung. Und dementsprechend, da ja, MindTest mag sowas halt gar nicht. So große Glasstrukturen. Überhaupt keine Chance. So, hier ging es raus. Ja, wir sind ja immer noch auf dem Weg zum Ziel. Denn wie wir alle wissen, ist der Weg das Ziel. Oder so ähnlich. Ah, wieder flüssige 60 FPS. Tut so gut. Ist das ein Zombie? Tatsächlich. Alles ein NPC. Ach, verdammt. Da bin ich von der Fahrbahn abgekommen. Oh, hier endet ja der Weg. Hier endet ja der Weg. Der endet hier ja. Der tut hier aufhören. Und hier wird es dunkel. Also, okay, also das sieht schon schön aus, muss man mal sagen. What the hell? Wow, also hier hatte jemand definitiv zu viel Langeweile. Weil das sieht hier auch nicht aus wie mit Weltendet lang gezogen. Sondern das sieht mir eher aus wie legit gebaut. Und das ist schon sehr beeindruckend. Na gut, kann natürlich auch sein, dass es das doch mit World Edit lang gezogen ist, aber ohne Pflanzen und die Pflanzen einfach in Machen eingewachsen sind. Das ist wieder Uber. Wow. Okay, das ist schon geil. Das ist schon. Oh. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich schätze zwar, dass man die Brücke nicht von unten betrachten darf, weil das Problem ist halt, also wissen Sie, da wo die Brücke angefangen hat, dass sie halt nur geschweben, also gesch die hat, es gab halt keine Brückenpfosten. So, die Brücke schwebt halt. Müsste man mal nachgucken, kommen hier runter. Sieht so aus, als könnte. Oh, und doch, guck mal, hier sind richtige Brückenpfosten. Oder sieht es so aus? Ah, leider kann man hier auch nicht wirklich runter. Hatte gehofft. Ah, vielleicht kann man hier runter. Schwer zu sagen. Ich glaube, man kommt nicht wieder rauf. Ach, wisst ihr was? Leck mich am Arsch. Ist Raum. Dankeschön. Aber guck mal, der hat richtig gestelzen. Die sind zwar sehr weit auseinander, aber hey, was soll's? Hauptsache sind überhaupt Stelzen da. Wobei ich sehe, gerade zwischen Stelzen und Brücke sind überall riesige Lücken. Das Ding schwimmt also auf den Stelzen. Wozu Stelzen, wenn das Ding dann doch drüber schwebt? Ich verstehe gerade den Sinn dahinter nicht wirklich. Aber ist okay. Ist okay. Ich dachte gerade, was ist denn das Blaue da hinten? Da ist der Mond, der untergeht. Kann das sein? Ja, ist der Mond. Oh, schöne Straßenlaternen. Oh. Hier sieht aus, noch einfache Brücke. Aber mit Stelzen. Guck mal. Und die geht sogar bis zur Brücke ran. Bin begeistert. Ja, weil wir erinnern uns am Anfang. Wo die Brücke angefangen hat, da hat er wirklich einfach nur, ach du Scheiße, einfach nur geschwebt. Da war ja gar nichts mit Stelzen oder so. Von daher bin ich glücklich, doch welche zu sehen. Weil ist halt für mich immer so ein No-Go. Weißt du, immer schöne Brücken bauen, ja, und dann aber fliegen die Dinger. Ist halt wieder genau das, was ich meinte mit meinem, naja, mit meinem Verlangen, dass alles realistisch sein muss.
Wow. Nice. Was ist das hier? Baugröße? Ach, die haben doch Automatisierung genutzt. Aha. Oder sind das diese Blöcke? Weil ich weiß nicht mehr, welche Mod das macht. Aber es gab irgendeine Mod, wenn man die hinstellt, dann symbolisiert diese quasi einen Kran. Aber kurz, ich will mal kurz gucken, wie das Ding von der Seite aussieht. Oh ja, doch, schön ausgearbeitet. Definitiv. Boah, das ist doch geil. GG, das sieht gut aus. Sehr nice. Soll ich gerade sagen? Wo habe ich gerade geredet? Ich habe keine Ahnung mehr. Wow. Wow. Ja, also hier mit der Brücke, da darf es definitiv tief Mühe gegeben. Das sieht schon sehr schnieker aus. Oh. Und, ah ne, hier geht's noch, geht bloß da. Hier einfach mal Gleise. Okay. Ich glaube, wir sind gerade dabei, dieses ganze Ding zu elektrifizieren. Kann das sein? Okay, hier wird die Brücke wieder einfacher. Was ist das für Kristalle, Alter? Okay, jetzt hat sich die Brücke auf einmal von einer Fußgängerbrücke oder einer Autobrücke zu einer Eisenbahnbrücke geändert. Auch interessant. So einfach so random aus dem Nichts heraus. Gut, ich würde sagen, die Eisenbahn fahren wir dann in der nächsten Folge weiter. Oh, achso, ja. Fahren wir bei der nächsten Folge weiter, ne? Ich habe mich mal hier so ein bisschen an den Rand, für den Fall, dass es hinzukommt, wie nicht gleich im Matsch sind. Wir gehen mal hier so runter, so ungefähr. Da hinten geht es ja einmal um die Ecke. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Die ich dann aber wahrscheinlich erst morgen aufnehmen werde. Bis dann.